willkommen zum Taroskop mit Ella Leberkrebs. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen heute oder schauen mal, wie die zweite Woche im April, 9. bis 15. April 2018 für dich wirkt. Ja, energiemäßig gesehen, du entscheidest, was für dich passt, was du, womit du was anfangen kannst, was dir weiterhilft. Alles andere lässt du einfach weg. So, allgemeine Legung können ja nicht deine persönliche Situation widerspiegeln. Es ist so das Umfeld, das Wetter sozusagen, Energiewetter. Ja? Wir gucken mal, wie du dich fühlst und wie es dir geht oder wie du über dich denkst. Dann haben wir, was du dir wünschst. Das nächste, Hoffnungen und Ängste. Dann haben wir, das ist gut für dich. Wir haben, das ist nicht gut für dich. Und wir haben den möglichen Ausgang. So. Der mögliche Ausgang bedeutet immer, je nachdem, wie du auf die Situation reagierst, die sich dir tatsächlich darstellt, kannst du diesen Ausgang herbeiführen oder verhindern, vermeiden. Das hängt immer von der Situation ab. Wie gesagt, bei Allgemeinlegung ist es schwierig, da einen konkreten Rat zu geben. Man kann natürlich sagen, es ist jetzt gut bestrahlt, zum Beispiel beruflich oder partnerschaftlich. Wir gucken mal, was die Orakelkarte sagt. Seelenpartnerbeziehung. Jetzt erwartet dich eine neue Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Das ist ja auch mal schön. Wir gucken mal, wie du dich in der zweiten Woche fühlst. Hey, die Herrscherin, das ist eine sehr weibliche Note, passt gut zum Krebs, ja. Und ja, die Herrscherin hat alles im Griff, managt alles, ja. Und ich kenne viele Krebse, die so sind, ja. Und deswegen passt das für mich sehr gut. Du musst sehen, ob du dich darin wiedererkennst. Was wünschst du dir denn in dieser Woche? Die 9 der Schwerter sicherlich nicht, sondern dass du das vermeiden kannst. Ja, dass du dir zu viele Gedanken machst, dass du nachts nicht schlafen kannst. Du möchtest die Situation verbessern. Das kann ich mir vorstellen. Wenn es irgendwas gibt, was dir Sorgen macht, dann hilft Meditation, Sport, Abwechslung, was auch immer. Es hilft nicht immer, aber man kann sich daran gewöhnen, man kann sich das erarbeiten. Ja? Dann haben wir Hoffnungen und Ängste. Die 2 der Münzen, das hatten wir letzte Woche auch. Und das ist wieder dieses Angebot, 2 Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Also entweder hast du dich letzte Woche noch nicht entschieden oder es gibt neue Möglichkeiten. Dann gucken wir mal, was ist denn gut für dich? Die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe bedeutet Wettkampf. Das ist so ein bisschen, ja, Wettbewerber, sportlicher Wettkampf. Oder auch berufliche Mitstreiter, die jeder versucht besser zu sein, ja? Konkurrenz. Ich habe das Wort nicht gefunden. Auf jeden Fall, du bist bereit. Du bist bereit, dich zu messen, ja? Das ist gut. Das ist ja nichts Negatives, es ist einfach so nach dem Motto, ich weiß, was ich kann und das kann ich auch ruhig zeigen. Was ist denn nicht gut für dich? Die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen heißt warten auf das, was du gesät hast. Das kann bedeuten, dass es verzögert ist, dass es noch nicht kommt oder dass du nicht rechtzeitig gesät hast. Aber wir gucken gleich mal mit der anderen Karte, damit wir mehr Input haben, was dahinter steckt. Der mögliche Ausgang, Mäßigkeit, ja? Balance, auch schön. Nichts Aufregendes, aber Frieden. Sicherheit, auch schön, ja. Wir gucken mal, du hast die Herrscherin. Das ist sehr schön, das heißt damit, du hast alles im Griff. Was muss denn der Krebs noch wissen? Der Herrscher, also du hast mehr als alles im Griff. Die Puppen tanzen nach deiner Bewegung, was du willst. Ja, das finde ich gut. Aber du hast in der nächsten die 9 der Schwerter. Aber du hast Kraft. Du schaffst das. Du überwindest das. Es dauert vielleicht noch ein wenig. Ja? Du musst halt einfach auf dich selber ein bisschen achten. Dir selber auch mal was Gutes tun, weil ich weiß, dass Krebse auch sehr freigebig sind und gerne auch für andere schuften und anderen
ja, ich sag mal, den Puderzucker in den Hintern blasen. Ja, vielleicht bläst du dir selber mal den Puderzucker in den Hintern. Ich stelle mir gerade das Bild vor, um Gottes Willen. Nein, aber du solltest dir selber einfach was Gutes tun. So, dann haben wir als nächstes Hoffnung und Ängste. Da haben wir wieder das Angebot. Was steht an? 10 der Münzen. Wunscherfüllung. Das heißt, etwas, was du vielleicht nicht erwartet hast, kommt rein. Könnte ein Gewinn sein, ein unverhoffter Geldsegen, eine Erbschaft oder jemand tut dir einfach mal was Gutes. Das wäre doch auch ganz schön. Ja? Und Sicherheit, Stabilität bedeutet die 10 der Münzen. Ja? Du hast dich mit 2 Münzen zufrieden gegeben und bekommst 10. Wow. So, dann haben wir, das ist gut für dich. Und da haben wir diesen Wettkampf. Ja, du kannst zeigen, was du kannst beruflich und du treibst die Dinge voran. Es geht vorwärts für dich. Das ist eine Siegerkarte. Ja, wenn auch immer du beruflich, ja, ich sag mal, einen Konkurrenten hast, jetzt wirst du ihn ausstechen. Durch dein Können. Ganz einfach. Klare Verhältnisse. Dann haben wir nicht gut für dich ist das Warten auf die Ernte. Dafür hast du Freundschaft. Ja? Jemand steht dir bei, jemand ist an deiner Seite und wartet auch weiterhin mit dir, dass sich endlich die Früchte zeigen. Du hast ja hier mit der 10 der Münzen schon etwas erreicht, aber es gibt noch etwas, worauf du wartest, dass es sich entwickelt. Kann ja auch familiär sein. Auf jeden Fall hast du da jemanden an deiner Seite, freundschaftlich, liebevoll, ja. Und das macht dir das Warten nicht so schwer. Vielleicht auf eine Entwicklung, ja, die sich noch nicht gezeigt hat bei jemandem oder in einer Situation. Der Ausgang haben wir die Mäßigkeit und wir haben die Bürde. Das heißt, du hast viel getan, viel ausgehalten, viel erreicht, aber es hat dich auch belastet. Und ich denke, das hat auch hiermit zu tun. Und diese Bürde wird dir bald genommen. Also diese Bürde ist wirklich bei 10 am Ende des Zyklus. Du musst jetzt nur die Balance halten, den letzten Rest des Weges noch diesen schweren Stapel tragen. Aber du musst das nicht alleine tun. Wichtig ist, dass du Herr deiner Lage bist, die Kraft hast, mit den Gedanken, die dir im Kopf rumschwirren, klarzukommen. Du musst keine Lösung finden. Es gibt auf manche Situationen keine Lösung. Du musst dir klar darüber sein, was da ist, ja, was du hast, was du schon erreicht hast. Und deine Arbeit, deine Tätigkeit führt dich voran, treibt dich an. Gib dir dieses Erfolgsgefühl und Freundschaft oder Liebe, ja, auch wenn momentan andere Dinge stagnieren. Du hast jemanden an deiner Seite und du versuchst die Balance zu halten und trotzdem trägst du schwer an der Bürde. Diese Bürde, wie gesagt, hier steht Seelenpartnerbeziehung. Da ist jemand, der dir hilft. Jetzt erwartet dich eine neue Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Also du trägst diese Bürde nicht allein. Das ist schon mal sehr viel wert. Ja? Das muss keine Liebesbeziehung sein, das kann eine freundschaftliche Beziehung sein, eine familiäre Beziehung. Auf jeden Fall, wie gesagt, du bist nicht allein. Die Menschen um dich herum sehen, was du leistest. Ja? Sehen deine Kraft, deine Aktivität. Ja? Und sehen, dass du versuchst zu balancieren. Lieber Krebs, es ist für alle nicht leicht. Ich glaube, momentan ist sehr viel im Umbruch. Das hat auch was mit Merkur rückläufig zu tun. Es wird viel Geduld verlangt. Mäßigkeit bedeutet auch Geduld. Aber ich weiß, dass du die aufbringen kannst. Und es ist ein durchweg positives Blatt, bis auf die Bürde natürlich. Aber du packst das und du bist nicht allein. Und das ist das Wichtigste. Ja? Ja, lieber Krebs, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.